Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Anreizregulierung. Die Anreizregulierung ist so ein Begriff, den jeder irgendwie schon mal gehört hat, aber was steckt denn wirklich ganz konkret dahinter? Die ist, um es kurz zu sagen, ein Mechanismus zur Regelung des Marktes durch den Gesetzgeber und zwar zur Regelung der, sagen wir mal, Kosteneffizienz der Stromnetze und der Gasnetze. Warum brauchen wir das? Natürlich, weil wir da trotzdem monopolistische Märkte haben, und zwar ganz natürliche Monopole durch die geschlossenen Systeme der Stromnetze und Gasnetze. Wir haben zwar durch das Unbundling eine hohe Vielzahl an Versorgern und eine freie Auswahl als Kunde, aber wir haben natürlich trotzdem genau einen Netzbetreiber vor Ort, nämlich denjenigen, der die Vergabe, die Konzession gewonnen hat, meistens so für 20 Jahre. Und genau dieser Betreiber ist jetzt also ein Monopolist und hat deswegen nicht unbedingt so richtig internen Antrieb, sich zu optimieren und weiterzuentwickeln und vielleicht Kosten auch effektiver zu gestalten oder effizienter zu gestalten. Und genau deswegen gibt es die Anreizregulierung. Die ist in Paragraph 21a des Energiewirtschaftsgesetzes festgeschrieben und wurde dann durch die Anreizregulierungsverordnung vom Oktober 2007 genauer ausgestaltet. Im Großen und Ganzen wird jetzt hier, werden da zwei Wege geöffnet. Einmal praktisch eine Obergrenze, also Deckelung von Beitragskosten. Das könnten wir vergleichen mit einer Preisobergrenze, was wir ja bei den Smart Metering jetzt so kennen. Oder, und das wurde gewählt, eine Obergrenze für die Erlöse. Und das funktioniert schlussendlich so, dass also der Netzbetreiber sagt, wir haben eine gewisse Kostenrechnung, ne, so eine interne Kostenrechnung. Und wir brauchen natürlich genau die Erlöse, um diese Kostenrechnung zu decken. Jetzt ist es so, dass das Ganze nochmal in einen Vergleich mit so bundesweiten anderen Netzen gesetzt wird, also ein Effizienzvergleich praktisch. Und man muss sich dann an den Effizienzen der anderen messen, so eine Art Benchmarking. Außerdem gibt die Bundesnetzagentur jeweils immer vor, dass diese Erlösobergrenze, die jetzt praktisch gesetzt wird, sich auch jedes Jahr verringert, um den sogenannten sektoralen Produktivitätsfaktor, also so eine Art, du musst dich optimieren, weil der Rest der Branche sich auch optimiert. Du bist ein Monopolist, du musst das jetzt machen, sonst hättest du ja dein Leben unglaublich einfach. Das will niemand, denn Monopolmärkte sind meistens nicht so gut. Jedenfalls, wie funktioniert das Ganze aber auch unter Anbetracht von Investitionen, ne? Also wenn ich sage, ich soll einfach nur sparen, ja, dann gebe ich kein Geld mehr für neue Netze aus. Nee, um die Qualität und auch die Versorgungssicherheit nicht leiden zu lassen, gibt es hier praktisch nochmal verschiedene Ausnahmen. Es gibt Investitionspauschalen, es gibt Ausnahmegenehmigungen. Und auch wenn nochmal was ganz Unvorhergesehenes passiert, kann ich da praktisch eine Ausnahmegenehmigung mir nochmal reinholen. Und genauso gut heißt es aber auch, je nachdem wie die Netzqualität ist, also je nachdem wie hoch die Versorgungssicherheit ist, habe ich nochmal Zuschläge oder Abschläge. Wenn ich ganz schlecht bin, kriege ich sogar noch ein bisschen weniger Geld. Also es gibt da verschiedene Anreize, die dann eben auch dafür sorgen, dass ich als Netzbetreiber mein Netz möglichst effizient bewirtschafte. Wie funktioniert das jetzt aber wirklich ganz konkret? Wir haben jeweils Regulierungsperioden. Da die Anreizregulierung seit 2009 in dieser Form abläuft, war sie dann für die ersten 5 Jahre bis 2014 die erste Regulierungsperiode, 14 bis 19 die zweite. Jetzt gerade sind wir in der dritten Regulierungsperiode, die auch ein paar Änderungen mit sich gebracht hat. Dazu gleich nochmal mehr. Vor jeder Regulierungsperiode wird praktisch berechnet, ja, was haben wir so für eine Kostenstruktur, was planen wir so über die nächsten Jahre an Investitionen und Kosten. Und dementsprechend wird dann eben gesagt, okay, wir haben folgende Netzkosten, das ist die tatsächliche Infrastruktur, Personal und so weiter. Wir haben kalkulatorische Abschreibungen, wir haben eine gewisse Eigenkapitalverzinsung und das Ganze muss dann eben über einen Wirtschaftsprüfer auch nochmal bestätigt werden. Und dann sagt man eben, okay, genau diese Kosten, die ich jetzt habe, müssen gedeckt werden über die Erlöse aus den Netzentgelten auf Grundlage der Stromnetzentgeltverordnung und der Gasnetzentgeltverordnung und aus so sonstigen Erlösen, was auch immer dahinter jeweils stecken würde. Sollte ich jetzt über 5% mehr Erlös haben, als ich eigentlich geplant habe, also sollte ich jetzt über 5% mehr einnehmen, als ich eigentlich an Kosten habe, dann müssen meine Netznutzungsentgelte sofort gemindert werden. Das will natürlich keiner der Netzbetreiber erreichen, also der will dann unter dieser Grenze bleiben. Und sollte ich doch nochmal andere Änderungen haben, wie zum Beispiel eine wirklich empfindliche Änderung meiner Netzgebietsfläche oder der Anzahl von Anschlüssen, also sollten plötzlich viel mehr dazukommen oder viel mehr wegkommen durch Übernahme oder Abgabe
eines Netzes, sagen wir mal ungeplanterweise, dann wird es auch nochmal eine konkrete Anpassung geben innerhalb der Regulierungsperiode. Jetzt ist es so, dass man also am Ende des Tages hier sagt, ich habe folgende Kostenstruktur, ich habe folgende geplante Ausgaben, ich habe folgende Personalkosten. Dann wird das verglichen mit dem Rest des Marktes, dieser Effizienzvergleich. Dann wird ein Deckel drüber gesetzt und es darf man nur so viel einnehmen, wie man als Kosten nominiert hat. Und diese Einnahmenkosten kommen über die Netzentgelte schlussendlich von der Verbraucherrechnung. Wenn man jetzt weniger Geld ausgibt, dann werden die Netzentgelte sinken und dann sinkt auch prinzipiell die Verbraucherrechnung im Strom- und Gasbereich. Das ist schlussendlich der Sinn der Anreizregulierung. Wie gesagt, 2007 ist die in Kraft getreten mit 2009, dem tatsächlichen operativen Start. Und dann gab es eine größere Novelle im September 2016, die dann vor allem nochmal verschiedene Investitionen, Kosten rund um die direkte Einspeisung von erneuerbaren Energien betrachtet hat und vor allem einen echten Kapitalkostenabgleich mitgebracht hat. Vorher in den ersten beiden Perioden gab es praktisch eine Art Budget. Und wenn ich das wirklich überschritten oder unterschritten hatte, dann hatte ich eben Kosten oder Einnahmen. Und jetzt wird es mit den echten Kapitalkosten verglichen. Wenn man das im Detail wissen will, das geht jetzt zu tief, googelt einfach mal nach Anreizregulierung, Kapitalkostenabgleich. Dann könnt ihr euch das im Detail durchlesen. Da gibt es schöne Analysen dazu. Und deswegen gab es also diese größere Novelle 2016, die jetzt aktuell für diese dritte Regulierungsperiode wirkt. Und es gab es aktuell nochmal im Dezember 2019 eine minimal kleine formelle Anpassung, die braucht ihr aber, könnt ihr ignorieren, wenn ihr das seht, Änderungen 2019. Da gab es praktisch nur die redaktionelle Anpassung auf Veränderung der Struktur der Stromnetzentgeltverordnung und der Gasnetzentgeltverordnung. Da hat sich also nichts direkt an der Anreizregulierungsverordnung geändert. Soweit eigentlich zur Anreizregulierung. Wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt, ich verlinke unten die Anreizregulierungsverordnung im Internet und außerdem den knapp 500-seitigen Evaluierungsbericht nach Paragraph 33 Anreizregulierungsverordnung von der Bundesnetzagentur. Den kann man sich mal gönnen, diese knapp 500 Seiten kann man sich mal anschauen, um eben zu betrachten, warum es diese Änderungen gab auf diese neue Kapitalkostenabgleichssituation. Ja, gönnt euch das. Ansonsten habt ihr Fragen zur Anreizregulierung oder der Verordnung, dann schreibt ihr unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.